des Lebens. Ich nehme euch heute mit in die Klavierfabrik Blüthner. Hier in Großpösner. Hier werden diese tollen Flügel und Klaviere gebaut. Und ich darf gleich einen der Chefs treffen, Christian Blüthner. Hey! Ja, das freut mich. Hallo, ja, grüße. Sehr gefreut. Kathi, Christian. Ja, wir sind ja hier beim Blüthner Klavierfabrik. Und wollen wir einfach uns erstmal was anschauen? Genau. Hier steht ja einiges rum. Ja, ne, das ist also in der Fabrik ganz üblich. Wir sind hier in den Ausstellungsräumen der Firma. Hier kommen letztendlich die Leute der ganzen Welt her, um sich ihre Instrumente rauszusuchen. Viele spielen auch sehr gut. Und das braucht dann manchmal auch schnell eine Stunde, manchmal auch zwei oder drei. Ja. Und das ist ja auch eine Investition. So ist das. Leben. Ne? So ist das. Ne? Klar. Bei den meisten ist das so. Ja. Ne? Na klar. Und naja. Wer war schon zum Beispiel schon mal hier, vielleicht jemand schon mal gehört hat? Also, das gibt es viele, ja. Also, wenn die meisten Leute kennen, ist so Namen wie Barbara Streisand zum Beispiel. Wow. Oder Nicole Kidman, Stevie Wonder. Hier in Großpösner. Ja. Wow. Wer hätte das gedacht? Ja. Wollen wir mal schauen, wo die guten Stücke produziert werden? Aber gerne, klar. Ich bin von Beruf aus eigentlich Arzt. Habe zu DDR-Zeiten angefangen, Medizin zu studieren, bin dann nach Göttingen gegangen, habe dort fertig studiert, auch entsprechend promoviert. Aber dann natürlich mit der Wende fragt man sich natürlich, was macht man langfristig? Und das stand einfach offenbar, dass man, also offensichtlich, dass man irgendwann mal hier in Leipzig wieder in der Fabrik landete, sodass ich an der Fernuniversität in Hagen noch Betriebswirtschaft studiert habe und das Handwerkszeug das Geschäftliche dann zu haben. Es wird also kunstvoll zusammengesetzt, dass man glaubt, dass es quasi aus einem Stück gewachsen ist. Auch hier, das ist also nicht ein Stück. Man sieht, dass wenn man das rumdreht, das ist Wurzelholz. Das wird aus der Wurzel eines Nussbaumes geschnitten. Ist damit natürlich entsprechend selten und auch entsprechend teuer. Aber wir verarbeiten hier Hölzer, die kommen aus der ganzen Welt. Und die waren so dekorativ, dass das ein richtiger Trend wurde. Und jeder, der was auf sich hielt, musste also so ein paar Möbelstücke aus Palisanderholz haben. Und dann hat natürlich dieses Palisanderholz auch im Klavierbau Einzug gehalten. Es hat aber nicht lange gedauert. Da haben die Reedereien mitgekriegt, dass das ja das Holz ist, wofür sie noch Geld bezahlten, wenn es jemand abholte. Damit war natürlich dann relativ schnell Schluss. Du bist ja relativ viel unterwegs, hast viel gesehen von der Welt. Gibt es so eine Region, die es dir besonders angefangen hat? Oder vielleicht sogar In der Abwechslung liegt die Würze. Die Abwechslung? Ja, also ich finde es wirklich, ich finde es spannend in Amerika, weil das ist natürlich... Also landschaftlich ist es der Mittlere Westen, das ist so und Arizona und Colorado. Also Leipzig ist definitiv mein Zuhause. Also natürlich auch das Unternehmen hier, insofern geschäftlich durch die Gegend fahren. Und ja, ist nicht Urlaub, sondern muss ich das so vorstellen. Es gibt natürlich auch da ein Wochenende, ne, wo man dann schon guckt, dass man Samstag noch einen Termin, irgendwo in Asien ist das vor allem nicht unüblich, dass man sich auch noch am Samstag geschäftlich trifft. Das macht man dann vorzugsweise in Städten, die einem besser gefallen, wie die Montag- und Dienstagstädte. Okay. Das Geheimnis des Instrumentenbaus ist halt letztendlich auch, wie ausgereift habe ich dieses statische Gerüst konstruiert, wie steif ist das, wie ausgewogen nimmst du die Kräfte auf. Und weil hier drauf letztendlich dann auch der schwingende Resonanzboden liegt. Ja. Und hier sieht man eben auch noch, hier gibt es noch echte Hobelspäne. Ja, und einen echten Hobel, wie man das hier sieht. Und damit wird im Grunde jetzt dieser Rasten abgerichtet, um sicherzugehen, dass er eben auch die Form hat, die dann später der Resonanzboden, der hier in einer Wölbung draufkommt, dann ein vernünftiges Fundament findet. Genau, wie bist du denn? Also, wenn du sagst, als Mensch? Ja, wie würdest du dich beschreiben? Das drei Wörter. Ich habe auch eine gewisse Spontanität in mir drin. Ja, und ich glaube, ich bin ziemlich zielstrebig, aber auch ungeduldig. Okay. Glücklich. Also ich war so ein richtig glückliches Kind. Ich habe eine tolle Schulklasse gehabt, mit denen ich heute noch einen sehr guten Kontakt habe. Und wir haben also alles gemacht, was so ein richtiger Bengel
gemacht haben muss. Nicht alles davon war erwünscht. Aber wir sind in den Wald gegangen, haben Buden gebaut, Blockhäuser gebaut, Untergrundbuden gebaut, von Räuber- und Gendarmenspiel, viel Sport gemacht, Tennis gespielt, Fußball gespielt. Ich habe viel Schwimmen gemacht. Also ich hatte das, was man so nannte, also wirklich eine wirklich glückliche Kindheit. Also ich kann, wenn ich das normal zurückschrauben könnte, ich würde es genauso wieder machen. Das Wohl des Unternehmens und die Entwicklung des Unternehmens ist ja ein ganz bedeutender Teil von meinem Leben. Insofern kann man das gar nicht separieren. Ich kann jetzt nur sagen, okay, das eine ist nur Arbeit, das blende ich jetzt komplett aus, weil mich das natürlich auch prägt. Ja, wie ich drauf bin, ob ich gerade müde bin, ob ich gerade glücklich bin, ob ich gerade eine gewisse entspannt bin, ja, weil hier alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Oder ob man immer auch eine gewisse Anspannung hat. Ne? Und das beeinflusst natürlich auch das gesamte Privatleben. Und das versucht man natürlich, wenn man mal so eine angespannte Phase hat, dass man das irgendwie nicht mit nach Hause schleppt. Das gelingt nicht immer, das dann hilft, ist einfach mal ein gutes Glas Rotwein. Warum bist du eigentlich Arzt geworden und bist nicht direkt Klavierbauer geworden oder in das Klavierunternehmen deiner Eltern? Also zunächst erstmal gab es damals eine politische Realität, die hieß DDR. So, da war es sehr zweifelhaft, dass quasi ein Spross der Familie überhaupt eine Chance gehabt bekommen hätte, das elterliche Unternehmen aktiv zu begleiten, und man hätte sozialistische Ökonomie studieren müssen, was nicht besonders spannend war. Na, so, und dann bin ich als junger Mensch in ein Krankenhaus gegangen und habe dort während der Ferien gearbeitet, hatte dort wirklich ein tolles Team, die mich nicht nur mit Hilfspampelarbeiten beschäftigt haben, sondern mir tatsächlich auch Dinge gezeigt haben, was ganz gut einherging mit, sagen wir, doch ein großes Interesse für naturwissenschaftliche Themen. Und da ist man in der Medizin verdammt nah dran und da darf man gar keinen Hehl draus machen. Und Medizin, das war sowas, ach, du studierst Medizin. Ja, was ja ein durchaus, es war ja eine ambitionierte Geschichte. Und ja, dann habe ich Medizin studiert und hab das mit großer Leidenschaft gemacht, weil natürlich immer so gesagt wird, ach, schafft der nie. Ja, also war jetzt nicht wirklich so, aber sag mal so, das ist ein Fach, wo man von der ersten Minute an mit einer hohen Studiendisziplin bei der Sache sein muss, weil das Fachwissen, was man sich dort in der Studienzeit anlernen muss, ein unglaubliches Pensum ist. Und ich wollte nie auf Lücke setzen. Ja, ich bin immer in eine Prüfung reingegangen und habe gesagt, egal was der dich fragt, du weißt das. An welches emotionale Musikerlebnis erinnerst du dich? Das kann ich sagen. Das war in der Oper Madame Turandot. Eine Puccini-Oper, die hat mich fasziniert. Und das ist eine Aufführung gewesen. Ewig her war ich mit meiner Großmutter. Und die hat wahrscheinlich sehr bewusst dieses Stück ausgewählt und hat, weil sie gewusst hat, dass das einfach das so eine schöne Musik, so eine Tragik, so eine Emotion, ohne wirklich hochkompliziert und komplex zu sein, wie das vielleicht Wagner ist. Und da hat das eigentlich angefangen, dass man sich wirklich, wenn man Klavier spielt, hat man natürlich mit klassischer Musik zu tun, aber das fand ich großartig. Und seitdem gehe ich wirklich gern in die Oper. Ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt. Ich bin eigentlich immer, bin viel gesurft, klassisches Surfbrett mit Surfsegel. So, und bin dann spazieren gegangen und habe die Jungs am Kossi mit diesen Kites gesehen. Und da sagt natürlich jeder, sag, jetzt muss ich das lernen. Ja, und habe mir einen Kite gekauft und so ein Brett dazu gekauft. Und da denkt man erstmal, dass das relativ easy ist, weil das sieht ja easy aus. Und habe dann schnell gelernt, hier brauchst du mal jemanden, der dir das mal grundlegend erklärt. Der Rest ist dann Übungssache. So, also momentan ist es Kiten. Jeder Mensch hat ja so den Glauben an so einen Urinstinkt, an die Loyalität und an die Rechtschaffenheit von Menschen, mit denen er zu tun hat. Das ist aber nicht so. Ja, aber als junger Mensch glaubt man da eher dran, oder ist geneigt daran zu glauben. Heute wird man ein bisschen vorsichtiger und scannt sich schon die ein oder andere Person, die scannt man schon mal genauer, um abwägen zu können, wie verlässlich ist der wirklich. Auch als Geschäftspartner. Ja, natürlich. Ja. Und das ist so die Weisheit des Lebens. Ja.
Beat und Tanzen ist ja ein anderes Konsumieren als einfach als diese Opernsache, ne? Also ja, das ist ja, also du bist mehr vielleicht als Beobachter, vielleicht berührt euch. Das ist so. Als wenn man selber... Das ist so, ja klar. Also bist du jetzt irgendwo in einer Diskothek oder irgendwo einfach auch eine Spontanparty. Also ich bin sehr glücklich drüber, habe einen sehr, sehr guten Freundeskreis, einen großen Freundeskreis, und das sind alles Leute, die können auch feiern. Und wenn wir feiern, dann feiern wir richtig. Na, und da ist immer Musik, und da wird auch bei jeder Party irgendwie dann doch getanzt. Ja, okay. Und das ist... Bei welchem Song zieht es dich dann sogar auf die Tanzfläche? Ach, den kann ich gar nicht sagen. Aus dem zweiten oder dritten Rotwein ist das auch nicht mehr so tragisch. Okay. Genau. Also, den das ist natürlich très léger. Très léger. Das ist Christian. Das ist dein Song. Okay. Für dich. Bin gespannt. Ich auch. Die Welt schläft, ich bin schon an. Vollgas auf der Autobahn. 500 Pferde stärken mich. Stillstand widerlich, lieber nicht. Unterwegs, kein Ziel zu weit. Frag mich, ich weiß Bescheid. Im Dunkeln sehen, auch ohne Licht. Vorausschauen, fahren, bewusst der Pflicht. Immer weiter geradeaus. Seh, was kommt voraus. Immer weiter geradeaus. Ich sag's frei heraus. Der Motor summt, das ist mein Lied. Tempo doppelt mein Heartbeat. Neues Land am Straßenrand. Das Steuer fest in meiner Hand. Im Koffer alles, was ich brauch. Wo ich herkomm, weiß ich auch. Brauch kein Navi auf meinem Weg. Ich weiß doch so, wo's lang geht. Immer weiter geradeaus. Seh, was kommt voraus. Immer weiter geradeaus. Ich sag's frei heraus. Ich fahr weiter geradeaus. Komm, schenk mir Applaus. Immer weiter geradeaus. Wer mich bremst, fliegt raus. Geradeaus. Ja, immer, oder? Und immer Tempo, ja. Ja. Mit Durchschlagskraft. Richtig. Gut, halt Energie. Das ist das, was ich so von dir empfangen habe. Ich meine, es geht gar nicht um Schlager, also dieses, dass es jetzt nach Schlager klingt. Ist eindeutig, oder? Ja, sehr eindeutig. Damit liegst du voll im Trend. Ja, und ich hatte das Gefühl, jetzt gar nicht diese Genre, dass das jetzt deins ist, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses... Ja, das mag irgendwie jeder. Es ist gerade. Das geht und immer es so. Das hat einen guten Beat, das hat Energie, das verbreitet zwangsläufig gute Laune. Genau. Und es geht vorwärts. Und das hatte ich, das war tatsächlich das, was ich mitgenommen habe von unserem
ja, von unserem Gespräch. Und siehst du, kannst du dich ein bisschen mit identifizieren, auch wenn, oder? Nein, du kennst mich ja. Bei mir muss es wirklich vorwärts gehen. Stillstand, das macht mich nervös. Ich gehöre nicht gerade zu den Leuten, die besonders mit Geduld und Spucke die Dinge angehen. Ja? Sondern es muss sich was bewegen. Also, und geradeaus hat ja nicht nur eine Sache von vorwärtskommen und weiterkommen, sondern geradeaus bedeutet ja so ein Stück weit auch einfach Verlässlichkeit, Gradlinigkeit. Ja. Ja, und das ist mir auch ebenfalls sehr wichtig. Ja, ich weiß, wo es lang geht, auch ohne Navi. Ja. Ich weiß, der eingebaute Kompass. So, das war so dieses. So ist das. Ja, cool. Freut mich und ich freue mich, dass ich dir dieses Lied heute schenken darf, überreichen darf. Und danke. Ja. Vielleicht begleitet dich ja ein bisschen. Song deines Lebens.